Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspielstars. Ich heiße Marc und neben mir sitzt meine Tochter Jemmy. Und wir spielen heute die Playmobil Dinos App, die ihr vielleicht schon kennt. Die ist schon seit letztem Jahr im App Store erhältlich für iPad, iPhone und Android-Geräte. Ich glaube, im Amazon App Store ist die leider nicht. Wie ihr seht, wir haben schon etwas, wenn ihr die App kennt, ein bisschen freigespielt. Es gibt hier insgesamt 4 Fahrzeuge, die wir fahren können, um Dinos zu befreien. Wir fangen an mit dem Motorrad, das steht hier unten. Willst du ein paar Dinos befreien? Ja. Ich denke schon, ne? Und wenn wir hier die Dinos befreien, ihr seht, an welche Spiele erinnert euch das? Oh, was mache ich denn hier? Ach ja, der gibt mir noch eine Erklärung. Warum hat er mir noch mal eine Erklärung gegeben? Der weiß, ich bin schon aus der Übung, was? Ja. Wir sammeln natürlich hier die Goldmünzen ein. Damit wir was freischalten können. Genau. Hier ist auch schon das erste Auto. Da war ein Dino gefangen. Den haben wir befreit. Yay. Ja. So, an welches Spiel erinnert ihr euch? Erinnert euch das hier? Subway Surfer, ein bisschen. Aber ich mag Subway Surfer nicht. Jetzt habe ich mich geoutet. Mögt ihr Subway Surfer? Ich denke immer, man sollte nicht über Gleisen rennen. Dann lieber hier ein paar Dinos befreien. Aber ich weiß, es ist sehr beliebt, das Spiel. Ich mag es ein bisschen. Ein bisschen magst du? Ich mag noch gerne den Lego Racer. Ja, der Lego ist auch Friends, gut. Kennt ihr das? Ja. Haben wir das schon mal vorgestellt? Ich auch. Wenn, stellen wir es euch mal demnächst vor. So, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier mit dem Motorrad. Die blauen Perlen, das sind, glaube ich, Früchte, ne? Und ja, ich auch. Das ist das Futter der Dinos. Das können wir euch auch noch gleich mal zeigen, wie wir die füttern, die Dinos. Und man kann hier noch Blaupausen finden. Baupläne, hier ist eine, um das Lager auszubauen. Ja. Allerdings, damit wir euch alle Fahrzeuge zeigen können, haben wir da schon ein bisschen dran rumgebaut. Ja. So, die Goldmünzen nehmen wir aber alle mit. Ups. Okay, machen wir es nicht so spannend, denn ich will euch jetzt auch noch mal das Lager und die anderen Fahrzeuge zeigen. Deswegen fahre ich jetzt mal absichtlich gegen den Baum. Verzeiht mir. Da befreit haben wir ein Dino mindestens, ne? Einer war dabei, glaube ich. Ja, ich glaube einer. So, dann haben wir Früchte der Ewigkeit, das ist das Futter. Ja, da kommt der zweite Dino, sehr schön. Was haben wir denn da? Ein Raptor. Oh, cool. Ach, hier könnte man so viel in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, was euer Lieblingsdino ist. Was ihr für ein Gerät hat, habe ich schon gefragt. Und woran euch das Spiel erinnert, ob ihr Subway Surfers mögt. Oh, so viele Fragen. Tut euch keinen Zwang an und schreibt mal in die Kommentare alle Antworten rein. Wir zeigen euch hier schon mal die Insel ein bisschen. Hier sind so frei gelassene Dinos. Die können wir jetzt füttern. So, werfen wir mal eine blaue Beere hin. Die scheint denen zu schmecken. Yum, yum. Hier liegen natürlich in unserer Landschaft auch noch weitere Münzen rum. Die sammeln wir noch mit ein. Und hier sind immer noch so interessante Informationen. Hier gerade über Jurassic Park, den Film, den ich übrigens sehr gut finde. Ja, der ist ganz spannend. Ich mag fast die alten lieber als die neuen. Obwohl, nee, kann man nicht sagen, ich mag alle. Ich mag auch Jurassic World. Ja. So, und weiter geht's. Also wir haben das Motorrad uns jetzt angeguckt. Hier ist ja das Basislager. Das ist schon gut ausgebaut. Was war das zweite Fahrzeug, was wir freigespielt haben? Ich glaube, der Buggy war es. Ja, das dann Auto gucken, oder Buggy. Ja, dann gucken wir uns den Buggy mal an. Willst du ein paar Dinos befreien? Natürlich. Komm, machen wir noch eine Runde mit dem Buggy. Der zum Kran. Ja, das sind ja alles echte Playmobil-Sets, die es auch zu kaufen gibt. Haben wir aber noch nicht. Kennt ihr eigentlich unseren zweiten YouTube-Kanal? Spielzeugstars, könnt ihr gerne mal schauen. Verlinken wir euch auch gerne mal unter dem Video. Da haben wir schon so einige Playmobil-Filme gemacht. In der letzten Zeit weniger, sind wir nicht zugekommen, aber bald demnächst wieder mehr. Versprochen. Und aber diese Dino-Sets haben wir uns noch nicht gekauft. Obwohl sie mich ein bisschen interessiert haben. Ja. Aber man kann nicht alles haben, ne? Ja. Man kann nie genug haben. Und weil hier zwei Mädels im Haus sind, interessieren die sich ein bisschen weniger für Dinos und Fahrzeuge als für andere Sachen. Stimmt's, oder habe ich recht? Obwohl, du hattest auch mal eine Dino-Zeit früher, wo du noch ein bisschen kleiner warst. Da wolltest du von Dino immer Schleichdinos hast du gemocht. Da erinnere ich mich noch gut dran. Ich mag immer noch so Drachen oder Dinos ein bisschen. Ja, komplett uninteressant sind die nicht, ne? Ja.
Okay, das ist jetzt der Buggy. Ja, der steuert sich genau wieder wie das Motorrad. Ja, ist dasselbe. Die größere Abwechslung bieten die zwei Fahrzeuge, die wir euch jetzt gleich zeigen. Das ist einmal der Hubschrauber und ein Boot. Das ist dazugekommen mit dem letzten Update. Das finde ich auch toll, dass hier an der App nochmal gearbeitet wurde von Playmobil. Ja. Noch ein bisschen mehr Abwechslung. Okay, haben wir schon Dino befreit? Hab jetzt gerade gar nicht aufgepasst. War schon einer dabei? Ich glaube, einer war dabei, ne? Kann ich freiwillig gegen den Baum fahren, um euch noch die anderen Fahrzeuge zu zeigen? Wir können das Spiel ja nochmal spielen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann können wir mal gucken, wie viel ich wirklich hier erspiele. Und dann können wir eine kleine Challenge machen, wer von uns beiden hier mehr Dinos befreit, mehr Münzen einsammelt und weiterkommt. Aber jetzt, um euch mal einen Überblick über die App zu verschaffen, fahren wir hier freiwillig gegen den Baum. Der Kamerad möchte hier auch gerne mal zurück ins Basislager eine Cola trinken. So. Natürlich eine Kinder-Cola. Kennt ihr Kinder-Cola? Sowas habe ich in meiner Kindheit getrunken. Das gab es früher. Hört man jetzt weniger, ne? Yes. Kinder-Cola ohne Koffein. So, also, was haben wir? Den Hubschrauber. Den haben wir hier oben auf dem Landeplatz. Den kann ich gar nicht richtig zeigen. Man sieht den kaum. Ich drücke mal drauf. Dann steigen wir ein. Und dann befreien wir ein paar Dinos mit dem Hubschrauber. Oh, cool. Wir fliegen. Ja, ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Finde ich auch cool, dass sie das gemacht haben. Oh. Wie war das nochmal? Oh. Geradeaus, dann kann man da durchfahren. Fliegen, wie gesagt. Flugdinos. Oh, cool. Ja, die finde ich auch cool. Die haben so eine schöne Farbe irgendwie. So. Auch hier gilt es wieder, die Münzen mitzusammeln. Und die Dinos zu befreien. Da ist das Auto. Oh, jetzt wäre ich fast aus Versehen gegengefahren. Dann hätte ich so getan, als wäre es mit Absicht geschehen. Ja. So, ich bin jetzt hier mal gegen den Baum geflogen. Natürlich pure Absicht. Ja, und das Boot, das zeigen wir euch als nächstes. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsfahrzeug ist. Hubschrauber oder Boot? Für mich eher Boot. Ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht wieder. Ja, müssen wir mal gleich gucken, wie es ist. Mann, liegt hier eine Menge rum. Blaue Beeren. Baupläne. Was steht da? Sammel drei Baupläne. Wir haben nur einen diese Runde gesammelt. Ja. Da kann man natürlich noch Bonus bekommen. Da kriegt man mehr Münzen. Okay, mal gucken. Ich will noch ein bisschen weiter fliegen. Noch hier über den Berg zumindest. Und man kann schießen. Ja, man kann hier irgendeine Rakete abfeuern, ist das, glaube ich. Und dann kann man sich den Weg frei ballern. Wenn hier die Blockaden sind. So. Ja. Hier fliegen wir noch weiter. Durch den Dschungel auf unserer Insel. Und jetzt, sage ich mal, will ich euch unbedingt noch das Boot zeigen. Und deswegen, seid ihr bereit abzustürzen? Nein, wir stürzen nicht ab. Wir landen trotzdem ganz sanft in unser Basislager. Oder? Ja, naja, ganz so sanft sah das nicht aus. Okay, wir haben Flugdino befreit. Cool. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo wir den jetzt finden in unserem Lager. Bestimmt fliegt der irgendwo rum. So, der ist süß. Der ist süß, ne? Ja. Hier war es, glaube ich, ein großer. Okay, weiter geht's. Machen wir nochmal einen kleinen Ausblick in unserem Lager. Vielleicht finden wir den Flugdino. Da ist er nämlich. Den habe ich gesucht. Drücken wir auch mal. Vielleicht will der auch eine Beere. Natürlich will der auch eine Beere. Da kommt sie. Ey, du hängst im Felsen fest. Ausgerechnet. Du bist live auf YouTube. Komm aus dem Felsen raus. Hier gab es auch noch ein paar Infos. So, und wo ist jetzt das Boot? Ich glaub, hier unten liegen noch schöne Blaupausen. Hier ist noch unser T-Rex. Oh. Haben wir für dich noch Zeit? Dich füttere ich gleich. Erstmal noch mit dem Boot eine Runde drehen. Okay. Yay. Ja, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die App schon habt und kennt. Ob ihr sie mögt. Das interessiert mich auch immer. Es gibt nämlich eine ganze Reihe anderer Playmobil-Apps. Die sind alle kostenlos, das finde ich immer prima. Und ja, da drunter ist auch eine Prinzessin-Schloss-App, glaube ich. Oder so. Was haben wir da? So ähnlich. Die gucken wir uns an. Und dann, glaube ich, unter Wasser gibt es auch noch eine. Und noch so eine Schneewelt, glaube ich, auch. Das ist diese Prinzessin, ne? Oh ja. Genau. Die wollen wir euch auch noch zeigen. Und da hätten wir noch die Frage, da könnt ihr gerne auch schon mal
euch Gedanken machen, ob ihr auch Lust habt, dass wir PC-Spiele zeigen oder Konsolenspiele, aber eher erstmal mit PC-Spiele anfangen. Da gibt es so einige, die sind kinderfreundlich, das sind jetzt nicht unbedingt reine Kinderspiele, aber auf jeden Fall auch für Kinder geeignet. Und ich hätte Lust, die vorzustellen und eben nicht nur Apps zu spielen für Smartphones und Tablets, sondern eben auch für PC. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung schreiben. Dann machen wir mal auch mal ein Testvideo und mal schauen, wie euch das gefällt. Also das ist das Boot. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Das hat oben vorne noch Ladefläche für Dino zum Transportieren. Eigentlich passt auch noch ein Käfig hin. Das gibt es ja auch als Playmobil-Modell. Durch den Wasserfall. Ah, und cool. Dann, guck, bin ich gegen den Fels gefahren und nicht absichtlich. Das war jetzt aus Versehen. Ich habe den da nicht gesehen. Macht aber nichts. Dino ist befreit. Okay. Ich könnte ja sagen, du warst am Steuer. Ist ja eine Frau. So, der kleine Hund ist dabei, wie süß. So, den T-Rex, den wollte ich noch füttern. Und dann war es das auch schon mit unserem kleinen Ausblick auf die Playmobil Dinos App. Also ich finde die ziemlich cool, ist gratis. Ja. Und was will man mehr? Keine In-App-Käufe, keine direkte Werbung. Natürlich soll hier die Playmobil-Produkte auch ein bisschen beworben werden, aber so sehe ich das gar nicht und wäre auch nicht schlimm, wenn. Und deswegen, von mir gibt es auf jeden Fall ein Däumchen hoch für die App. Ja, ich auch. Gefällt dir auch ganz gut, ne? Mhm. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch ein Däumchen hoch gebt. Genau. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Wir freuen uns darüber. Ja. Und dann sage ich einfach, bis bald, macht's gut und tschüss.